Mit einem Rekorderlös von 100.000 Euro ging die 5. Hope Gala in Dresden zu Ende. Die Benefizveranstaltung fand zugunsten des AIDS-Hilfeprojektes Hope Cape Town im ausverkauften Schauspielhaus statt. Es war ein Abend der guten Herzen. Unzählige Prominente erschienen zur Gala und beteiligten sich am Sammeln der Spendengelder. Die Prominenten verkauften Lose für die alljährlich stattfindende Tombola und mobilisierten die Gäste, Hope Cape Town zu unterstützen. Es ist erstaunlich, nach 5 Jahren so eine Resonanz zu haben. Ein volles Haus, wir sind ausverkauft. Das ist mehr als toll. Und es zeigt, dass harte Arbeit sich lohnt, was Viola Klein, ihr Team gemacht hat. Und das vor allen Dingen auch die Verbindung zwischen Dresden und Südafrika, Dresden und Hope Cape Town, eine feste geworden ist, eine richtige Einrichtung geworden ist. Das ist fantastisch. Oberbürgermeisterin Helma Oros, wie schon im letzten Jahr Schirmherrin der Gala, sprach die Grußworte des Abends. Die charmante Moderatorin Ruth Moschner führte durch das Programm der Gala. Unter dem Motto von Klassik bis Rock traten national und international bekannte Künstler auf. Becker rezitierte mit einprägsamer Stimme John Maynard von Theodor Fontane. Die Schwalbe fliegt über den Eriesee, Gischt schäumt um den Bug wie Flocken von Schnee. Von Detroit fliegt sie nach Buffalo, die Herzen aber sind frei und froh. Und die Passagiere mit Kindern und Frauen im Dämmerlicht schon das Ufer schauen und plaudern. Alle Künstler verzichteten im Sinne der guten Sache auf ihre Gagen und trugen gemeinsam mit den Beiträgen der Sponsoren und dem Publikum dazu bei, dass Betroffenen geholfen werden kann. Was anderes sehen, was Neues sehen, was Schönes sehen. Ich will raus aus diesem Schutt. Hier ist doch eh alles kaputt. Ist irgendwo noch Leben? Black cards on the table, you know that I can't see it. Tell me what's the question here, you know it cannot be. Don't ask me what is wrong with me. What is wrong with me? Black deer on the wire, I believe it when I see it. Now tell me some new stories full of lies and fantasies. So you never ask me anything about me, about me. I didn't notice that was you. Auf einen Auftritt freuten sich alle Anwesenden besonders. Udo Lindenberg und sein Panikorchester rockten das Schauspielhaus. Yeah.
wohnst du in Dresden und dein Cello steht im Keller. Komm, pack das Ding doch nochmal aus und spiel so schön wie früher. Stiftung fördert weltweit humanitäre und soziale Projekte und unterstützt die Stiftung Hope in Südafrika. Humanitäre Hilfe, gerade in Afrika, ja. Ich meine, wir leben ja hier echt alle total auf der Sonnenseite, ja. Ne? Und dass wir uns da stark machen für die Menschen, die dringend unsere Hilfe brauchen in Afrika, ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit und wir machen das mit großer Freude und großem Engagement. Ein weiterer Höhepunkt der Gala war die Verleihung des Hope Awards durch Martina de Maizière. Er wird an Menschen verliehen, die sich in besonderer Weise im Kampf gegen HIV in Afrika engagieren. Ich denke, der Hope Award ist sowas Besonderes. Und der Preisträger des heutigen Abends weiß von gar nichts. Der verkauft jetzt in Seelenruhe Lose und wird dann irgendwann staunen. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Der diesjährige Preisträger des Hope Awards ist Joachim Franz, ein Extremsportler, der mit spektakulären Aktionen die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf das Thema HIV lenkt. In seiner Dankesrede würdigte er die Helfer in Afrika, die nicht das Glück hatten, an diesem Abend mit auf der Bühne stehen zu können. Die Hope Cape Town Gesundheitsarbeiter sind das Herz der Arbeit von Hope Cape Town. Sie arbeiten in den Township-Kliniken mit Patienten, die HIV-positiv sind. Zurzeit betreuen 24 Mitarbeiter jährlich 300.000 Patienten. Prävention, Behandlung, die Arbeit in den Township-Kliniken, aber auch bestimmte Ausbildungsprojekte sind Ansätze mit einem Ziel: Kindern und Eltern, die mit dem Virus leben, Hoffnung auf eine gute Zukunft zu ermöglichen. Um Betroffenen zu helfen, geht der Erlös der Gala 1:1 an die Hope-Kapstadt-Stiftung, die der Deutschen AIDS-Stiftung untersteht. Den krönenden Abschluss der Hauptgala bildete die Aftershow-Party im Kurländer Palais. Das Restaurant Kastenmeiers bewirtete die Gäste im stilvollen Ambiente. Das mehrfach ausgezeichnete Quintett Class Brothers und Cuba Percussion setzte dabei einen weiteren musikalischen Höhepunkt. Ein Dank für die, die sich engagieren, einen Beitrag zur Verbesserung der Situation in Kapstadt zu leisten.
Also es gibt eigentlich 100 gute Gründe, so etwas zu unterstützen. Das ist ja heute Abend auch dargelegt worden. Aber drei möchte ich ganz gerne besonders herausschreiben. Der eine Punkt ist, sag ich jetzt mal, dass es einfach große Freude und Ehre ist, so etwas mit begleiten zu können, Menschen zu helfen, die in Not sind. Zweite Thema ist Sparkasse, ursprünglich mal gegründet, auch um Menschen zu helfen. Also so gesehen eine gewisse Verwandtschaft. Und der dritte Punkt, der steht neben mir, Frau Viola Klein. Mit ihrem Engagement ist sie so ansteckend, da kann man einfach gar nicht Nein sagen. Ich war schon auf unglaublich vielen Veranstaltungen für Charity, auch für AIDS, egal in welcher Form, ob das nun Hospiz ist oder andere Formen von Begleitung. Und ich habe das heute zum ersten Mal erlebt, dass sämtliche Künstler sich absolut in den Dienst der Sache gestellt haben, dass ein Programm ausgewählt worden ist, was erstens hochklassig ist, zweitens sehr unterschiedlich ist, drittens so miteinander auch hatte. Also wir haben einen Moment gehabt, wo Ben Becker mit Udo Lindenberg auf die Bühne gegangen ist, und ich weiß nicht, ob das in Berlin möglich gewesen wäre. Und ich hatte heute Abend das Gefühl, ich bin auf einem kompletten Privatkonzert, und es war ein rundum gelungener Abend, die Stimmung bestens. Ich kann es tut mir leid, aber ich muss einfach sagen, das war echt geil. Ja. Schöner Erfolg heute. Ne? Ja, schön. Dann geht ja auch so weiter, ne? Ja, da sind wir dran. Ne, junge Talente, ne? Ja, viel zu machen, ne? Ja, ja? Genau. Ja, klar, genau. Ne? Und wir freuen uns, dass Dresden 1 mitmacht. Ganz ja, ne? Große Klasse. Dresden 1, super geil, alles klar, keine Panik. Ja, okay.